Sorry, es geht hier schon los. SDN und LDT sind schon dabei. Das ist doch noch nicht gespielt worden. Das heißt, wir sehen es hier gerade. Winners Quarterfinals. Im Winners. Das erste Stock wurde schon gespielt von den beiden. Ich habe noch nach einem Kommentator gesucht. Will hier nicht ganz alleine sitzen. Ja, aber ansonsten mache ich das einfach selbst. Kann man ja nichts machen. Gut, wie sieht's gerade aus? Nicht so gut für Splash Mage. Die beiden haben natürlich auch schon öfters gegeneinander gespielt. Ich weiß nicht, ob Splash Mage jemals ein Set von SDN gezogen hat. Es gibt viele, die das noch nicht haben. Ich zum Beispiel. Noch kein einziges seit Brawl. Aber hey, wenn ihr ein Set gegen SDN ziehen wollt, dann spielt Hero, weil den mag er gar nicht. Parried die gefährlichen Angriffe von Robin. Oh, geht super aggressiv hier. Also im Moment ist SDN echt unschlagbar. Damn. Aber das Gute ist auch, der F-Tilt. Es wird langsam auch so ein bisschen der Signature-Move von SDN. Also die Dash-Attack, die SDN-Dash-Attack, aber auch einfach diese F-Tilt. Also irgendwie so, dass man einen Schritt zurückgeht und dann einfach weg. Und ich rück mal wieder in die Mitte. So, ja. Was geht, Leute? Was geht bei euch? Im Chat nicht viel anscheinend. Wer ist denn noch am Start? Ist immer noch Levi da? Scoudy, Fuego. Wir sehen hier wieder SDN gegen LDT. Ist nicht das erste Mal, dass wir es sehen. Das merkt man daran, dass der Tag LDT Licht des Tages heißt. SDN Schatten der Nacht. So ein bisschen aneinander angelehnt. Das ist der Joke, weil die beiden ein Team sind. Heute zwar nicht, heute SDN und Niceface. Aber normalerweise. Ja, wenn sie mal nicht ein Team sind, dann kann das auch so aussehen. Ist jetzt gerade 1-0 für SDN. Aber, ja, also, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es schwierig ist, Splash Mage unter der Plattform zu treffen, weil, naja, man kann ihn halt nicht so gut von oben attackieren, aber es ist auch zu obvious, wenn man ihn von der Seite attackiert, einfach wegen den ganzen Projektilen. Es ist nicht leicht. Und wenn man dann springt, dann wiederum muss man daran denken, dass Robin echt gute Aerials hat. Deswegen, ich bin mal gespannt, was SDN da macht. Das wahrscheinlich heißt die... Oh, sieht schon gar nicht so schlecht aus gerade. Okay, schön. Ey, okay. Splash Mage zieht hier den ersten Stock von SDN. Es ist nur so schwer, dann auch noch ein bisschen weiter Damage zu machen gegen ihn. Ich bin mal gespannt. Also jetzt gerade ist die Taktik von Splash Mage klar. Er chillt unter der Stage und spammt Projektile. Erstmal, oh, schön. Den Jump-Out gecallt hier gerade von SDN. Konnte da wirklich nicht lange den... Oh, schöner Damage hier gerade. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier tut. Ob SDN hier irgendwie eine Lösung findet gegen die Taktik von Splash Mage. Weil sie ist wirklich nicht schlecht. Man hat ihr eben gerade gesehen, er ist empty jumped, einmal durch die Plattform durch und hat gegrabbt. Das kann man schon noch auf jeden Fall. Also das Ding ist, es ist nicht so leicht, das zu mix-uppen, einfach weil man limitierte Optionen hat. Oh, ja, okay. Schön. Early Kill. Richtig gut gerade von Splash Mage. Und das sieht hier doch nochmal ganz anders aus gerade als das erste Match. Okay. Schafft sie nicht, leider eine Combo zu starten. Okay, bleibt jetzt aber aggressiv und spannt sich nicht und bleibt nicht hinter der... der Air-Dodge war gefährlich. Dash Attack killt fast. 18%, das reicht nicht. Das ist keine richtige Lead. SDN kommt einfach näher und näher an den Ausgleich ran. Oh, ist das gefährlich. Es ist immer sehr gefährlich gegen SDN zu spielen, wenn er nicht Lead hat. Und jetzt gerade, ja, wird sich zeigen, ob er die Lead behalten kann. Die Prozent Lead zumindest. Und da ist der Anfang hier von SDN. 20%, das ist noch im Rahmen. Er hat immer noch die Plattform, er kann immer noch unter der Plattform chillen, aber hier gerade einen harten Punch gefressen und es ist hier gerade schon ziemlich knapp wieder. Ziemlich even.
Aber ich finde, wie gesagt, die Taktik hat bisher gut geklappt. Also mal gucken, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr davon. Ich bin gespannt, wie SDN darauf reagieren wird, weil es ist pures Microspacing dann. Ja, keine schlechte Taktik. Oh. Ui, okay. Sehr schön, aber hoffentlich bleibt das nicht die einzige Möglichkeit hier gerade von Splashmatch, die er da hat. Jetzt gerade scary Situation. Kommt er aus der Situation raus? Oh, einfach Raw F-Smash, okay. Ich glaube, da hätte er sich damit zufrieden geben müssen, dass er ihn irgendwie einfach offstage bekommt mit einem Grab oder sowas. Oh, wieder scary Situation. Die Dash Attack wird hart gepunished mit der Back Air und SDN. Ja. SDN schon ein Tier, so wie Levi das auch sagt. Auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu besiegen. 2-0 jetzt hier gerade für SDN. Aber, also, wenn ich SDN wäre, dann würde ich Small Battlefield auf jeden Fall jetzt bannen. Weil er spielt da schon ziemlich gut drauf. So, also, schauen wir mal. Es bleibt auf Small Battlefield. Gut. Oh, okay. SDN hat ja gar keinen Bock mehr jetzt. Damn. 0%. Schafft das wieder, einen seiner berüchtigten perfekten Stocks zu spielen? Der hat er in letzter Zeit öfter mal. Jetzt gerade macht er einfach alles richtig. Alles. Oh mein Gott. Okay, also Splashmatch startet mit Handicap. Einfach ein Stock weniger. Okay, es bleibt bei einem. Ein perfekter Stock hier gerade von SDN. Ja, wie Levi schon sagte, SDN schon ein Tier. Oder man kann auch sagen, SDN in seinem ganz eigenen Tier. Hier im Norden im Moment hat keiner eine Antwort. Niemand. Heute ist Rufen da. Rufen war auf jeden Fall so der letzte, der SDN konstant besiegen konnte. Oder der zumindest wechselnd Sets gewonnen und verloren hat gegen ihn. Ist schon eine Weile her tatsächlich. Niceface hat hin und wieder auch mal eins gewonnen, beziehungsweise hat eins gewonnen, glaube ich, einfach. Oder vielleicht auch zwei Sets. Okay, also hier, das Set sieht over aus, aber mal gucken. Mal schauen. Im zweiten Game, oh, schön. Schöner Damage, oh, hat er, glaube ich, selbst nicht damit gerechnet, dass er trifft, weil er hätte schon vielleicht den Kill holen können da gerade. So ganz nach Beißel-Manier einfach spiken oder sowas. Okay, aber es sieht schon besser aus auf jeden Fall. Es sieht schon besser aus, aber nicht gut. Nicht mal im Ansatz gut trotzdem. Aber jetzt gerade Stage Control. Okay. Stan schafft es da wirklich durch das Feuer einfach durchzurollen und Stage Control an sich zu greifen. F-Tilt. Oh! Reicht noch nicht. Vielleicht. Oh, das reicht auch noch nicht. Splashmatch versucht hier mit allen Möglichkeiten irgendwie noch einen Stock zu ziehen. Vielleicht noch dieses Game zu ziehen. Aber dieses ganze Set. Herkulesaufgabe. Sisyphos. Oh. Ja. Da macht Robin ganz krumm Rücken. Bei den Kopfnüssen. Und die Side B killt. Okay. Also SDN einfach zu clean. 3-0. Banger Theme. Ja, diese Mario